von unserem netten, charmanten Kochteam ihre Bestellungen bekommen und habe die schon mal schnell auf Plato draufgestellt. Dann wäre es jetzt ganz einfach, wie schicke ich Plato zu den Tischen? Sie sitzen an Tisch 1 und 2. Wir haben die als Punkte bereits in der Karte markiert. Wenn Sie das Mapping nochmal anschauen wollen, dann können Sie gleich im Anschluss hier bleiben und wir probieren das im Experience-Bereich nochmal aus. Jetzt schicke ich erstmal Plato zu Ihnen. Wir gehen zuerst zu Tisch 1 und danach zu Tisch 2. Und wenn wir fertig sind, fahren wir zur Küche. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist Start drücken. Ich habe auch die Möglichkeit, das über ein Remote-Tablet zu machen oder sogar per Sprache über ein eigenes Headset. Also das kann man ganz anpassen. Ich komme einfach hinterher. Vielleicht habe ich ja noch was zu tun. Man könnte sagen, ich brauche noch und möchte noch mit Menschen sprechen. Gut, ich habe einen super Assistenten. Der wird jetzt gerne die benutzten Teller abräumen und einfach unten in die Bassing Bin werfen, also unser Bereich für benutztes Geschirr. Und ihm etwas Neues servieren. Plato wartet zu lange und fährt dann gleich zum nächsten Punkt weiter. Man könnte das auch manuell steuern. Er hat Knöpfe außen, die man benutzen kann. Jetzt dreht er sich um und da sitzen schon unsere nächsten Gäste. In der Zwischenzeit könnte die Servicekraft außerdem an dem Nachbartisch fragen, ist noch alles weg, darf es noch was sein, hier vielleicht noch ein Getränk. Und dann servieren. Man könnte Plato jetzt auch mit dem benutzten Geschirr auch einfach direkt zurückschicken in die Küche, schnell den Punkt überspringen, weil er ist ja schon fertig, packt, damit er nicht lang bei Ihnen steht. Und dann geht es wieder zurück zur Küche. Oder wenn man bearbeiten möchte und noch weitere Punkte sieht, man sieht vielleicht bei den Damen da hinten, die sind schon fertig, der Burger hat eh nicht geschmeckt, könnte man Plato auch noch dahin schicken und das mit abräumen. Er kommt dann zurück, vielleicht hat man auch Küchenpersonal, das selbst ausräumt und spült. Die könnten dann auch einfach Plato entladen, die Teller spülen und Plato wieder auf die Reise schicken. Könnte auch eine Runde durchs Restaurant anlegen, falls man gerne einfach nur abräumen möchte. Wenn Sie möchten und sich den Prozess gerne nochmal genauer anschauen möchten, wie wir mappen, wie wir Punkte lernen und wie Plato es schafft, auch bewegliche Objekte zu umfahren, darf Sie gerne einladen zu unserer Experience Area, das probieren wir jetzt auch noch aus. Allerdings dann im etwas kleineren Kreis ohne Mikro, bisschen intim. Danke. Hi. Plato hat bereits eine Karte dieser Area, also er kennt den Bereich schon. Wir haben auch verschiedene Punkte und wir könnten ihn zu den verschiedenen Ecken schicken. Da stehen jetzt viele Mädels, aber wir schicken Plato einfach mal hinter zum Hund und nehmen die Soundbox raus. Das können wir jetzt schon machen, er kennt den Weg. Jetzt habe ich nahe im Weg gestanden. Und da fährt er los. Was wir jetzt aber auf dem Rückweg machen, ist zu demonstrieren, was ist, wenn der Weg nicht frei ist. Was ist, wenn da viele Gegenstände sind und die auch gut durch den Raum verteilt sind. Nicht mehr so einfach ist, dahin zu kommen, wo man hin möchte. Auf dem Rückweg schauen wir uns an, was ist, wenn der Bereich nicht mehr frei ist, wenn da jetzt plötzlich Hindernisse sind, die vorher nicht da waren. Wie schafft es dann wieder zurück zur Küche zu kommen? Ich überspringe das eben mal, dann kann er schon losfahren. Ich kann mich jetzt selbst als Hindernis auch noch dazustellen und schauen, was dann passiert. Plato wird jetzt seinen Weg suchen. Und auch wenn ich jetzt gleich als bewegliches Objekt mich dazu auch noch bewege und sage, ich gehe jetzt aber hier rüber, was macht er dann? Er muss anhalten. Er darf mich nicht berühren, er muss mir weichen und muss dann schauen, wie kommt er um mich rum, ohne dass wir zusammenstoßen. Jetzt schauen wir, jetzt steht da noch jemand, fies. Ich komme gar nicht bis zu meinem Punkt hin, weil da jetzt schon jemand steht. Deswegen stelle ich mich doch gerade vorne dran. Die Person kann mir dann vielleicht helfen, was ich zu liefern habe, abzufangen.